Weiter geht es mit einer neuen Folge Call of Duty Ethan Warfare. Nicht wahr, Ethan? Oh, du bist aber hübsch. Ich habe mir noch nie genau deinen Kopf angesehen. Elegant. Gut, wir müssen hier weitermachen, denn die Zeit ist knapp. Wir kriegen Unterstützung! Endlich! Wir haben Luftunterstützung, Captain! Retribution-Peilung 040! Dann zeig mal, was du drauf hast, Coach! Er könnte es nicht beleihen, der Meute, Captain! Extreme Vorsicht, Gator! Als spucke man ins Höllenfeuer, Sir! Habt ihr den Arsch gerettet? Wieso hat das so lange gedauert? Kein Funk. Ich wusste, du steckst in Schwierigkeiten. Gerade rechtzeitig. Weibliche Intuition. Ja, und an der Stelle freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und ich denke, heute bekommen wir die Doppelfolge hin. 3000 Likes ungefähr, so die Richtung. Und dann gibt's direkt die nächste Doppelfolge. Also heute kommt definitiv eine. Dann düsen wir mal los. Unseren C-12 und die Angriffsfahrzeuge hat's erwischt. Ohne ihre Waffensysteme müssen wir den Turm mit einem Luftschlag auslöschen. McCallum hat eine Gasturbine für uns markiert. Wir treffen sie, der Druck steigt und der Turm detoniert. Bereit für die Party? Gute Arbeit, Marines. Ab hier übernehmen die Scars. Roger. Erledigen Sie es. Machen Sie uns stolz. Verstanden, Staff Sergeant. War ich jemals nicht bereit? Jagen wir sie in die Luft und fliegen nach Hause. Scar 2, zwei Flugzeuge in Sicht. Wo sind Sie? 1-1, wir sind mitten im Kampf. Brechen ab und kommen zu Ihnen. Erledigt. Sie müssen uns den Rücken frei halten. Wir rücken zur Turbine vor. Geben Sie uns Deckung. Wir müssen die Verteidigungen ausschalten, bevor wir landen können. Also, alle müssen sterben. Gut. Wow, 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 wow. Komm schon. Ethan, übernimm du die Steuerung. Was macht eigentlich Ethan? Er sitzt einfach nur hinten drin und poliert sich den Kolben. Nee, so wird das nichts. Wir müssen irgendwie eine ruhigere Stelle kriegen. Komm schon. Na also, geht doch. Laser Beams, das ist die Antwort auf alles. Er schlägt Haken. Wer, was, wie? Oh oh, wir bekommen Probleme. Ey, die sind aber auch schnell unterwegs, oder? Dagegen sind wir richtig lahm, finde ich. Ah 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 ah, keine Raketen, Täuschkörper raus. Oh, trotzdem wurde ich hier hart getroffen. Ethan, nimm den Feuerlöscher. Das sagst du so leicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Waffen überhitzt. Ethan, der Feuerlöscher. Wo ist die Putzcrew, wenn man sie braucht? Okay, okay, okay. Wir halten erstmal hier die Stellung. Komm schon. Täuschkörper raus. Geht down, geht down. Geht down. Wie kann der noch in der Luft sein? Ey, das Ding brennt. Wie Quantums Mutti. Na also, endlich. Hab ich ihn? Ich hab ihn. Ey, wie viel kommt denn hier noch? Das ist jetzt aber die letzte Welle, oder? Sieht aus, als hätten wir freie Bahn. Plötzlich so ruhig geworden. Die Turbine von innen öffnen. Mach dich zur Landung bereit. Waren da eben gerade nicht noch welche am Leben? Das war eine saubere Landung. Ethan! Meine Güte, du bist der Mann, der mich unterstützen muss. Die Maschine. Roger, 1-1. Ich brauch Deckung. Oh oh. Alter, nice. Gut gemacht.
Ich glaube, da oben lebt niemand mehr. Alles klar, ich bleib genau da, wo Ethan ist. Piu, piu, piu. Erstmal hier in Deckung gehen und... Sucher! Viel Freude hiermit. Ach, der ist noch am Leben. Liegt da unten, entspannt sich. Piu, 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 piu. Laser Weapons of Doom. Oh, oh. What the fuck? Wo ist hier noch jemand? Auf jeden Fall hier drüben. Wenig Munition. Was habe ich noch dabei? Oh, leck mich doch. Gehen die mir auf die Nerven. Oh, ich muss erstmal hier in Deckung gehen. Und ich gehe mal schön hier drüben in meine Kammer rein. Das Schlimme ist halt, jedes Mal, wenn du getroffen wirst, dann verzieht das so extrem nach oben. Und du bist komplett, danke Ethan, blind. Helm runtergekloppt. Obwohl ich dachte hier, wir hätten Atmosphäre, was natürlich keinen Sinn ergeben würde. Also keine menschenfreundliche. Soweit ich weiß, hat der Titan eine Atmosphäre. Und ja, es ist ein Mond. Also ich habe ja auch Mond gesagt. Aber einige haben behauptet, es wäre ein Planet. Kies, das ist ein Planet. Das ist ein Mond. Genauso wie Europa ist auch ein Mond. Ich bin vielleicht kein Fachmann, aber sowas weiß ich wenigstens auch. Titan ist der Saturnmond. Alter! Pfützen! Leckere Blutpfützen. Ethan, gute Arbeit. Bist mein bester Mann-Bot. Botmann. Blechmann. Jetzt haben wir es. Turbine geöffnet. Verstanden. Gefahr, Radar. Turbine ausgeschaltet. An alles Gas. Turbine ausgeschaltet. Wir sollten hier raus. Kein Wort von Gator? Noch nicht. Keine Sorge, denen geht's gut. Ich Meinst hoffe du? Es. Hoffen reicht nicht. Vertrau drauf. Oh, Banshee. Wie bin ich reingekommen? Von oben? Hier so durch? Ich glaube, das ist gut. Die Banshee gab es auch in BO3, bloß sah die da ein bisschen anders aus. Ethan, wo bist du? Bist du schon an Bord? Nö. Tja, Ethan bleibt wohl zurück. Ah, nee, hier ist er. Sehen wir uns mal diese Turmdetonation an. Folgt den Leitungen und genießt das Feuerwerk. Machen wir es fertig und dann ab nach Hause. Game fucking over. Very nice. Scheiße. Ich würde sagen, Detonation bestätigt. Aber sowas von. Ihr werft eine ziemlich große Flamme, Scar-Team. Schön, Sie zu sehen, Gator. Wir dachten schon, euch hätten erwischt. Nicht nur ihr. Wir konnten die Olympus in der Wolkenschicht abschütteln. Na dann nichts wie weg, bevor sie uns finden. Wir sind startklar, Raider. Auf dein Kommando. Ja dann, ab! Weg Alles hier! Alles Gas, wir können starten. Verstanden. Zurück zur Basis. Startsystem aktiv. Packen wir's. Zünde. Werte normal. Retribution, Abflug. Verstanden. Initiiere Schubsequenz. Retribution, passieren die 19.000. Beschleunige. Roger. 35.000. Mach 1,5. Ich hab was auf dem Radar. Die Olympus! Ah, Mist! Schubkupplungen beschädigt. Leite Systeme um. Der Captain ist getroffen! Ausweichen, ausweichen! Ich kann nichts machen! Komm schon, komm schon!
Er klebt direkt an uns dran. Ausweichmanöver! Jetzt funktionier schon! Schub getrennt. Manuelle Steuerung aktiviert. Ich bin oben! Zurück zu Red, aber schnell! Gator, mach alles bereit, wir springen raus! Aye, Sir! Rosak hat's erwischt! Treffer, Treffer! Ich versuch's! Captain, wir sollten aufspringen! Nein, ich bring uns rein! Aufprall steht bevor, Sir! Wir müssen raus hier, jetzt! Alter, Ethan! 1-1 bricht ab! 1-1 ist draußen! Helmbruch! Retribution, Angriff abbrechen! Zurückfallen! Empfange mehrere Signaturen! Sie feuern mit allem, was sie haben! Raus aus der Kampfzone, sofort! Nein, wir lassen dich nicht zurück! Gator, raus da! Das ist ein Befehl! Roger, Sir! Wir kommen zurück, Reyes! Hörst du mich? Wir finden dich! Viel Glück, 141. Holy shit, was jetzt? Ich hab nicht wirklich viel Luft und... Ein Treffer im Cockpit. Linker Arm kaputt. Kein schöner Bericht, Sir. Oh nein, komm schon, Ethan, lass dir was einfallen. Captain, ich schaffe es nicht. Was soll ich tun? Mich retten! Lass gut sein, Ethan. Kann ich nicht, Sir. Sie sind mein Vorgesetzter, Captain. Sie sind meine Mission. Sagt wer? Ich bin Hardware, Sir. Komplett entbehrlich. Nein, nein. Du bist mein Bruder, Ethan. Ihr sprechender Roboterbruder? Ganz genau. Ja, also, ich bin der Gutaussehende. Kein Zweifel. Das ist dann offenbar das Ende, Partner. Ich hab Angst, Sir. Ich auch. Captain, bleiben Sie bei mir. Sir. Captain? 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 Captain, hören Sie mich? Captain Reyes? Er kommt zu. Na bitte, Seela. Öffnen Sie die Augen. Ich bin Captain Farron von der Tigris. Herzfrequenz stabilisiert sich. Blutgaswerte normal. Das ist Chief Bryant Link, Sanitäter auf der Tigris. Wo ist Ethan? Ich bin hier, Sir. Sie sind auf einem Shuttle meiner Tigris. Ich bringe Sie zurück zur Retribution. Mein Schiff, meine Crew. Die Red ist in guten Händen. Helfen Sie ihm. Sie ist gleich da draußen. In all ihrer Pracht. Wer hat Sie kontaktiert? Lieutenant Salter. Sie bat den Admiral um ein Bergungsteam. Unter den Umständen empfand er die Bergung als zu riskant. Reyes hat die Rettung nicht autorisiert? Krieg kennt keine Freunde. Vielleicht bin ich egoistisch, aber ich habe nicht vor, hier draußen alleine zu kämpfen. Ich habe einen Piloten und zwei Späher zu ihrer letzten bekannten Position geschickt. Und gegen die Radialgeschwindigkeit? Gravitationswiderstand und noch etwas. Glück. Wir mussten Ethans Arme öffnen, waren um sie rumgefroren. Schutz des Captains bis zum Schluss. Echte Tapferkeit, Ethan. Echte Todesangst, Captain. Sei nicht so bescheiden. 5 Sekunden zum Dock. Danke, Farron. Sie haben uns gerettet. Wir sind ein 2-Soldaten-Orden. 50% Schwundquote ist nicht akzeptabel. Willkommen daheim, Captain. Das war mehr als die Pflicht gebietet, Farron. Kalkuliertes Risiko, Lieutenant. Ich kehre jetzt zur Tigris zurück. Gehen wir an die Arbeit. Passen Sie auf ihn auf. Captain, bitte. Ich komme schon klar. Ethan, geh zur Technik, zu Mac. Lass dich aufpolieren. Was ist mit Ihnen, Sir? Mach dir um mich keine Sorgen. Träumen Sie weiter, Sir. Salt, hab gehört, was du... Bereit? Immer. Deine Crew erwartet dich, Captain. Gehen wir, Reyes. Oh Mann, Wunder, dass ich noch am Leben bin, oder? Sir, Admiral Reyes ist in der Leitung. Ethan. Rayman verschwendet keine Zeit. Wirklich, Ethan, du bist...
Du bist ja Wahnsinn. Also mittlerweile finde ich Maschinen irgendwie sympathischer als Menschen. Keine Ahnung. Auf den Schirm. Brücke versiegelt. Captain Reyes, tut verdammt gut, Sie zu sehen. Zunächst einmal, ich habe eine geheime Einsatzbesprechung für Sie. Wir sprechen in Ihrem Büro weiter. Ja, Sir. Komm, leiten Sie den Admiral ins Einsatzbüro des Captains um. Okay, verbinde jetzt. Oh, endlich mal wieder in mein Büro. Ist ja schon lange her, ne? Was gibt es, Admiral? Es gibt Neuigkeiten zum Saboteur der Artis-Geschütze. Unser Team hat eine forensische Bewertung der als RIA bekannten SDF-Quelle abgeschlossen. Beim Gefangenen wurde ein implantiertes Gerät entdeckt. Ein Transponder. Er sendet jetzt gerade. Welche Meldung sendet er? Wir arbeiten noch dran. Bis dahin hat Lieutenant Salter Informationen über alles, um das sie sich kümmern müssen. Der Krieg geht weiter, Captain Reyes. Niederlage ist keine Option. Reins Ende. Sichere Verbindung wurde getrennt, Sir. Danke, Com. Genauere Berichte sind über dein Terminal verfügbar, Reyes. Oder wir wählen unsere nächste Mission. Okay, hier sehen wir die Todesliste. Kampf, Aufklärung, Überwachung und Einsatz, Staffel und hier drüben die Planetenstaffel. Ja, ein bisschen was ist schon gestorben. Gut gemacht, gut gemacht. Wir töten Menschen. Danke für die Info. Ich weiß nicht, wollen wir diese ganzen Audiologs hier hören? Es gibt eine Menge, glaube ich. Da sammelt sich einiges. Wir können ja mal in einen reinhören. Das ist ein geheimer Bericht über den Kriegsgefangenen aus Genf. Nach dem Einsatz unserer Artis-Geschütze gegen die Flotte versuchte der Agent Ria, das Artis-System zu zerstören. Das hätte die Erde verwundbar gegen Luftangriffe gemacht. Zurzeit ist unklar, ob man die Geschütze von einem anderen Ort aus zerstören kann. Ich werde Sie über jegliche Entwicklungen informieren. Reins Ende. Okay. Oh, abgelehnt. Das will ich hören. Retribution an Tigris, bitte melden. Legen Sie los, Retribution. Captain Farron, die Retribution wurde von der Olympus über Titan angegriffen. Commander Reyes Jackal wurde getroffen. Ethan war an Bord. Sie sind abgesprungen. Er forderte 141 aus dem Kampfgebiet an. Dann fiel die Steuerung der Retribution aus. Wir ließen ihn zurück. Ohne Waffen, ohne Deckung. Tut mir leid, Lieutenant. Sie hatten Ihre Befehle. Jetzt auch noch. Ich habe Stratcom um ein Rettungsteam gebeten. Admiral Reyes lehnt es ab. Zu großes Risiko. Was brauchen Sie von mir, Lieutenant? Reyes hat mir verboten, Einheiten zu schicken. Aber Ihnen nicht. Finden Sie ihn, Farron. Ich kenne den treuen Bastard seit 10 Jahren. Er hat mir immer wieder den Arsch gerettet. Ich schaffe das nicht ohne ihn. Oh, doch, Lieutenant. Will ich aber nicht. Ich auch nicht. Rein statistisch gesehen ist es ein Fehler, ihn zu suchen. Aber wir haben heute 19 Kommandanten verloren. Und das sind genug. Schicken Sie mir seine letzten Koordinaten, dann sehen wir, was wir tun können. Halten wir das verdeckt. Ich schicke Ihnen einen Bericht. Ende. Wenn man etwas verdeckt halten möchte, wieso macht man dann noch einen Bericht? Oder ich meine, wieso? Ein Bericht ist doch dann absolut unnötig. Na gut. Alles braucht einen Bericht. Bürokratie. Die Karte wurde für Sie aktualisiert, Commander. Mhm. Ich brauche einen Kaffee. Putzcrew? Wo ist die Putzcrew? Gator? Sir? Ja. Gut. Die Tigris startet, Sir. Guten Flug, Farron. Sichere Reise. Ihnen ebenso, Captain Reyes. Und Sepp. Und schon sind sie weg. Also. Es gibt eine neue Stratcom-Mission in der Nähe des Merkurs. Eine weitere Luftkampfmission ist ebenfalls verfügbar. Der Uranus. Sie greifen ihn wieder an. Tja, wie es scheint, müssen wir wohl den Anus säubern. Was haben wir hier drüben? Erfolgswahrscheinlichkeit 90%, gesucht 4. Verbesserung 2. Würde sich lohnen, oder? Würde sich lohnen, machen wir aber leider erst in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen, Bewertung nicht vergessen, ab 3000 Likes gibt es jeden Tag die Doppelfolge, versprochen. Wenn ihr das Ziel schafft, dann kloppen wir die Parts raus. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss!